Und irgendwann habe ich kapiert, wenn es einen Menschen gibt, der das ändern kann, wenn es jemanden gibt, der dafür sorgt, dass ich das lasse, dass ich heiter gelassen bleibe, mit Humor gelassen bleibe, dann bin das ich. Der Wahnsinn, ich bin in Nürnberg. Ein sehr gutes Gefühl. Deshalb meine erste Geschichte gleich etwas so, ja, aus der Zeit zurück, 1972. Also es war die Zeit, wo man die Telefone mit der Schnur an der Wand festgemacht hat. Und wenn man drüber gewischt hat, hat man Staub gewischt. Also so weit zurück. Und zu dieser Zeit kam ein Oboenspieler zu einem Engagement zu den Nürnberger Symphonikern, war noch nie in Franken. Also hat sich quasi diesem Franken genähert und war natürlich aufgeregt, also in seinen Kreisen ein hoch angesehener, hochqualifizierter, studierter Oboenspieler, kommt also nach Nürnberg und ist völlig durcheinander. Ist so aufgeregt, dass er tatsächlich nicht mehr weiß, welchen Wochentag das er hat. Und es gab eben keine Smartphones zum Wischen und Draufschauen. Also was macht der gute Mann? Er rennt zum Opernhaus, zum Pförtner hin und sagt, Entschuldigung, welchen Wochentag haben wir denn? Und der Pförtner schaut ihn an und sagt, möchten Sie mir wohl ein Gespräch aufhängen? Dieser Oboenspieler hat noch Jahrzehnte danach von dieser Geschichte erzählt, von dieser ungekünstelten Natürlichkeit der Willkommenskultur in Franken. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat er das so oft erzählt, nicht weil es für ihn so lustig war, sondern weil es eine Kränkung war. Er, der hochgelobte, tolle Oboenspieler, der Star aus dem Rheinland, und der Pförtner sagt bloß, möchtest du mir ein Gespräch aufhängen? Sagt nicht, oh, Herr Doktor, sowieso, oder oh, lieber Oboenspieler. Hat sein Genie nicht erkannt. Niemand erkennt unser Genie, damit müssen wir uns abfinden. Und das gilt nicht nur für Oboe-spielende Menschen, sondern das gilt auch für uns im Alltag. Also da gibt es Menschen, die sind in ihrem Alltag engagiert in der Firma, machen und tun und arbeiten und haben eine Idee und bringen die Idee rüber und machen einen tollen Vorschlag und bringen den ins Meeting rein. Und dann kommt, naja, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir das jetzt auch noch machen? Ist falsch, schon viel Arbeit. Und der. Und der die Idee mit Herzblut ausgearbeitet hat, der sitzt dann in diesem Meeting drin und versucht verzweifelt Kontenance zu halten. Und am liebsten würde er aber aufstehen und schreien, dann macht halt, was ihr wollt. Mir doch wurscht. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Kränkungen des Alltags beginnen nämlich nicht erst im Meetingraum. Die beginnen schon am Frankenschnellweg. Da fährt man zu einer Veranstaltung, ist wichtig, hat einen Platz gebucht, bei Gedankentanken, war schwierig genug, einen Platz zu kriegen und dann stehst du im Stau. So eine Ungezogenheit, sollen doch die bitte bloß fahren, die was vorhaben, ja? Was müssen die ganzen Blödel auf der Straße, Entschuldigung, ja? Was soll denn das? Oder du hast noch einen vor dir, noch vor dem Frankenschnellweg, der vor dir daher schleicht. Kennt ihr so Schleicher? Ja? Du fährst, hast es eilig, hast eine Mission, bist im Auftrag des Herrn unterwegs und vor dir schleicht er dahin. Und du denkst, was schleicht denn der? Und dann weißt du ganz genau, vor dir, der wird niemals geblitzt, der wird höchstens gemalt.
Und jetzt kommt der blöde Teil. So eine war ich im Auto, die dann im Auto gesessen ist. Unverschämtheit. Ich bin eine Trainerin. Ich bin eine Blues-Sängerin. Ich hab's wichtig. Daheim warten Mann und Kind auf mich. Und ich habe wirklich Jahre gebraucht, um zu merken, dass diese Kränkungen, dass da auch noch andere Menschen auf der Straße fahren, nichts am Stau ändern. Und nachdem ich ein Fan bin von, ja, so mich selber dran zu erinnern, weil der Alltag geht so schnell rum und dann denkst du so, was hast denn jetzt die Wochen eigentlich Tolles gemacht und dir fällt es gar nicht ein, bin ich ein Fan vom Erinnern. Und ich habe mir, weil ich das weiß, und also Auto ist einfach Autobahn, A6, ja, A6 kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen, ja. Egal, wo du drauf fährst, du wirst im Stau stehen. Das ist sehr cool, sehr cool. Und irgendwann habe ich kapiert, wenn es einen Menschen gibt, der das ändern kann, wenn es jemanden gibt, der dafür sorgt, dass ich das lasse, dass ich heiter gelassen bleibe, mit Humor gelassen bleibe, dann bin das ich. Wie gesagt, ich habe mir dann einen Erinnerer in die Seitentasche von der Fahrerseite gesteckt und immer, wenn ich wieder gemerkt habe, so, was sind da für Deppen unterwegs? Wann kommt endlich das A-Team und rettet mich? Seitdem habe ich eine Schaumgumminase im Seitenfach. Und es ist nicht die Schaumgumminase, die das Gelassensein ausmacht, sondern es ist dieses, mein Gott, jetzt riech die ab. So wild ist es nicht. Und ich habe es wissenschaftlich eruiert, habe auf die Uhr geschaut, mit dieser Nase auf der Nase sind es maximal 1 Minute und 57 Sekunden, dass ich aus dem Modus Smell that fest rauskomme und in die Gelassenheit komme. Und für so eine kleine Nase ist das fantastisch. In maximal 2 Minuten bist du wieder in einem anderen inneren Zustand, in einer einigermaßen heiteren Gelassenheit, weil das Leben hat so viele Kränkungen, niemand erkennt unser Genie. Muss ich nur eins schnell loswerden für die Mütter unter uns. Die Mütter unter uns mögen doch jetzt mal bitte summen. Sehr fröhlich hat es nicht geklungen. Aber wenn ich meine Mitarbeiterin frage, die hat zwei pubertierende Jungs, die summt so. Aber die Mütter unter uns, für euch habe ich noch was zum Thema heitere Gelassenheit. Niemand erkennt unser Genie. Gewöhnt euch dran. Egal was wir machen es verkehrt. Wenn es gut läuft, haben es die Kinder aus eigener Kraft geschafft. Wenn wir an die Zeiten zurückdenken, wo wir mit Blut, Mühsal, Schweiß und Tränen die Kinder auf die Welt gebracht haben, an den Betten gewacht haben, vollgespeide Bettwäsche abgezogen haben, dann gibt's nur eins. Ich habe einen Kühlschrankmagneten dazu entworfen und da steht drauf, mein Tod wird euch die Augen öffnen. Wie bei der Nase. Es ist weder das Schaumgummi-Ding noch der Magnet, sondern das ist die innere Haltung des Mann. Jetzt nimm dich ein bisschen selber auf den Arm. Mach dich ein bisschen über dich lustig. Helf ein bisschen mit dazu. Mein schönstes Erlebnis neulich war zum Thema, sind wir wieder bei kleinen Kindern, eine Freundin von meiner Tochter hat ein kleines Kind, das gerne isst und gleich wieder rausspeit. Also das nimmt's, aber gibt's dann auch wieder her. Ja, es ist ja geben und nehmen, heißt's ja immer, ne? Und sie erzählt es und du hast dieser Mutter, dieser jungen Mutter, die durchwachten Nächte und auch die Frustrationen und was es sich alles, du nimmst dir ja, also niemand erkennt unser Genie, du nimmst dir ja als Mutter, nimmst du jetzt vor, dass du das Kind so toll erziehst und dann speit es, ja. Und dann hat sie ihm erzählt, dass das Kind wieder
die von ihr mit Liebe gekochte Buchstabensuppe, die sie ihr gegeben hat, genommen hat und dann wieder ausgespeit hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, so spricht das Kind schon mal gebrochen Deutsch. In diesem Sinn, das Leben bietet Möglichkeiten zur Kränkung en masse. Ob ich jetzt auf der A6 bin, auf dem Frankenschnellweg, ob ich im Büro bin, ob ich in der Familie bin, es ist aber unsere Sache, wie wir damit umgehen. Niemand erkennt mein Genie, ja, das ist so. Aber ich erkenne, dass ich Möglichkeiten habe, für mich was zu tun. Und deshalb noch eine meiner Lieblingsübungen, wenn wirklich mal kein Mensch mein Genie erkennt, dann gehe ich aufs Klo, also machen Sie es bitte auf der Toilette, ja? Machen Sie es nicht daheim oder im Büro, sonst, man weiß ja nicht. Und zwar, stellt euch einfach vor, ihr habt irgendwas gut gemacht. Könnt ihr das vorstellen? Ja, gebt euch halt Mühe, Mensch. Ja, okay. So, dann nehmt ihr jetzt mal bitte die Arme so nach vorne. Bissel, nicht so, sondern so, bissel locker, ja. Locker, so. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt was so richtig toll gemacht. So richtig toll, könnt ihr das spüren? Die anderen wissen es nicht, die anderen haben keine Ahnung, was ihr für ein Genie habt, aber ihr wisst's. Und ihr nehmt die Arme nach vorn, schaut in den Spiegel rein und sagt, Danke. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.